Wie stimme ich Sie am besten mal ein auf dieses Gebiet? Vielleicht, das ist das Gebiet, wo die Leute herkommen, ehe sie in die Psychiatrie eingeliefert werden. Das ist doch mal eine gute Einstimmung. Positiv. Ja, eine positive Einstimmung ins Thema. Dieses Gebiet ist ein Gebiet, das die Leute reihenweise in die psychiatrischen Anstalten treiben kann, wenn man es nicht richtig vermittelt. Und wenn Sie mal auf den Überblick schauen, dann sehen Sie, das Wort, das am häufigsten vorkommt, heißt Grund. Grund. Teilbereiche und ihre Grundaufgaben. Buchführung, Grundlagen, Bilanzierungsgrundsätze. Grund, Grund, Grund. Und Begriffsabgrenzung heißt zwar nicht Grund, aber ist auch Grund. Es ist eine grundsätzliche Sache, wenn man Begriffe klärt und abgrenzt. Also, wir bauen sehr lange am Fundament hier. Das Ganze hat ein Ziel. Das Ziel ist dann das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Thema von oben, die Bilanzanalyse. Da wollen wir hin. Wir wollen nachher die Frage beantworten, wie lese ich eine Bilanz? Was kann ich mir aus einer Bilanz an Informationen herausholen und auch was kann ich mir nicht herausholen? Wir werden sehen, dass das auch Grenzen hat. Man kann in der Bilanz nicht alles sehen, was man vielleicht gerne sehen möchte. Das werden wir sehen, aber das werden wir erst dann sehen, wenn wir viel Basisarbeit gemacht haben. Glauben Sie mir, dieser Weg hat sich bewährt. Dieser Weg erhält unsere geistige Gesundheit und alle anderen Wege führen in die. Ne? Sie können hier gedanklich einen Strich ziehen, nämlich unter der Bilanzanalyse und über der Kostenrechnung. Das ist die Trennung. Oberhalb dieses Striches ist die FIBU, die Finanzbuchhaltung, und unterhalb des Striches, da wo die Kostenrechnung losgeht, die Kostenrechnung, die man auch nennt Betriebsbuchhaltung. Also FIBU und BIBU. Das sind so gängige Abkürzungen. Ja, ziehen Sie also einen horizontalen Strich zwischen Bilanzanalyse und Kostenrechnung. Da schauen Sie mal, steht wieder Grund, Grundbegriffe. Ja? Und dann kann man sagen, oberhalb dieses horizontalen Striches haben wir die FIBU und unterhalb haben wir die BIBU, zumindest bis zu dem Gebiet, bis die Plankostenrechnung losgeht. Das ist zwar auch Betriebsbuchhaltung, aber wird, wie wir gleich sehen werden, noch ein eigenes Gebiet sein, weil die Plankostenrechnung eine Zukunftsrechnung ist. Alles andere ist mehr oder weniger Vergangenheit. Die FIBU ist relativ langfristig Vergangenheit, nämlich Zeitraum von einem Jahr. Die Kostenrechnung ist auch Vergangenheit, aber kurzfristiger, sagen wir mal einen Monat oder ein Quartal. Ja, also kurzfristige Zeiträume, aber auch Vergangenheit, während die Plankostenrechnung eine Zukunftsrechnung ist. Und dann, das hatte ich vorhin schon erwähnt, unten das Gebiet Steuern.